Lange Jahre war das Autodromo José Carlos Pace in Brasilien das Finale. In diesem Jahr aber findet hier das 18. Rennen statt. Gleich beginnt das Training. Wir dürfen uns auf ein spannendes Rennwochenende in Brasilien freuen. Hier sind alle Fahrer immer noch ein bisschen motivierter als sonst, auf der Strecke wirklich alles zu geben. Es gab schon immer sehr aufregende Rennen auf dieser Strecke. Erinnern wir uns nur daran, wie Sebastian Vettel 2012 hier Weltmeister wurde, obwohl sein Auto sich nach einer Berührung in der ersten Runde gedreht hatte. Ich freue mich also schon sehr auf dieses Wochenende. Die Kurven 1, 2 und 3, das weltberühmte Senna S, sind eine Abfolge enger Links-Rechts-Links-Kurven, die besonders schwierig zu meistern sind. Der erste Linksknick geht außerdem noch bergab und sorgt für starkes Untersteuern. Darauf folgt eine schnelle Rechts-Links-Kombination durch die Curva do Sol, die schlussendlich auf der Gegengeraden der Reta Oposta endet. Als 1990 die Formel 1 nach Interlagos zurückkehrte, wurde diese Kurve hinzugefügt. Es ist daher nur allzu passend, dass eine der besten Kurven im Formel 1-Kalender den Namen eines der größten Fahrer Ayrton Senna trägt. Geht man diesen Bereich falsch an, wird man womöglich überholt, wenn man Kurve 3 in Richtung der Geraden verlässt. 2012, genau, mit Sebastian Vettel. Ein gutes Jahr war das und auch ein spannendes Jahr. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Formel 1 2015. Ich gehe heute auf einen ganz besonderen Kommentar ein, der bei, ich glaube, einer Profi-Saisonfolge gekommen ist. Ich habe euch nämlich gefragt, was würdet ihr denn zum Beispiel in der aktuellen Formel 1 verändern? Und da hat sich der Bai schon mal einen schönen langen Kommentar zurechtgelegt. Und den werden wir mal so stückchenweise in diesem Rennwochenende ein bisschen mal abklappern. So, erstmal fahren wir kurz erstmal unsere Runden. Beziehungsweise ich werde natürlich auf den Kommentar während des Trainings hier eingehen. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Ich hatte euch gefragt in, ich weiß es schon gar nicht mehr, in irgendeinem Profi-Modus, das war in irgendeinem längeren freien Training, was ihr in der aktuellen Formel 1 verändern würde, das kam daher zustande, da ich auf einen Artikel von Gerhard Berger eingegangen bin, der mal so ein bisschen die Formel 1 wieder mal kritisiert hat, was mittlerweile eigentlich jeder macht. Ja, jeder Ex-Fahrer kritisiert mittlerweile die Formel 1, was ich auch nicht schlimm finde, weil die Formel 1 muss diese Kritik wegstecken können. Sie ist die Königsklasse, aber schon bei vielen Fans und bei vielen ehemaligen Fahrern ist sie... Was ist denn das für eine Boxengassenausfahrt hier? Eigentlich. Und warum habe ich wieder so Probleme mit den Hinterrädern? Ey, was ist denn mit dem Auto? Ey, das ist ja ganz komisches Fahrverhalten gerade hier mit dem Auto. Der nimmt kaum Gas an und schon ist der halbe Frontflügel wieder ab. Oh Gott, ich liebe diese Boxengassenausfahrt. Man denkt jedes Mal, wenn ich hier in Training bin und Neuaufnahme mache, dass ich hier wie ein Anfänger fahre. Ja? Das habe ich manchmal so ein Gefühl. Alter, was ist hier los? Okay. Abhaken und neu versuchen. Alter, das war jetzt ganz komisch. Ich habe kaum Gas gegeben bei der Boxenausfahrt und schon kam mir der Sack entgegen. Okay, ich mag die Primes jetzt schon mal absolut nicht. Ja gut, dass die Reifen mir geben, haben und der Frontflügel sollte klar sein. Aber das war schon wieder so komisch vom Spiel. Also ich mag die Brasilien-Boxen eigentlich am wenigsten. Da ist mir Monaco noch recht. Ich weiß auch nicht, Brasilien, das ist so eng. So unnatürlich eng. Und die Boxen einfach, die haben sie komplett verändert, dass sie so weit auf ist. Okay, hinter mir ist weit und breit keiner, aber die Boxengassenausfahrt, die finde ich hier richtig schlimm. Super, das ist schon mal ein schnelles Training hier. Erstmal wieder reinkommen hier in dem Spiel. Oh, ich das so lieber. Das doch am Geburtstag erstmal reinkommen. Oh, ja, genau, jetzt misst noch die Zeit. So, Jungs, der erste Frontflügel schon platt. Also, diese Boxengassenausfahrt, die hat es richtig in sich. Die ist so eng. Da finde ich Spielberg auch noch einfacher. Die ist zwar auch eng oben. Da kann man auch relativ schnell die Wand knutschen. Aber hier, das war jetzt richtig extrem. Also richtig extrem im Sinne von... das war schon wie Australien. Du tippst das Gas an und dein Heck kommt dir entgegen. Mary mit einer 1.16.7. Oh, ist das peinlich. Na gut, sowas muss eigentlich nicht peinlich sein. Sowas kann dem besten Fahrer der Welt passieren. Ja, ich sag nur immer... Das beste Beispiel, was ich jedes Mal sage, ist China... Lewis Hamilton, ja. Selbst ihm ist das schon passiert, auch in
das Auto in der Boxeneinfahrt, war es da, aber nicht in der Boxenausfahrt, ins Kies zu setzen. Von daher, shit happens, das passiert. Aber das Spiel ist aber auch so brutal mit der Hinterachse teilweise. Auch mit dem Red Bull. Aber das Gas so minimal angetitscht, das hat schon gereicht. Jetzt lasse ich mal die Pfoten weg vom Gas. Du bist ja aber auch blöd rausgelassen. Das muss ich aber auch mal sagen. Oh, wieder kein Grip hinten. Aber der Bottas hat auch kaum Grip hinten. Jetzt blockiert der Boxengasse. Disqualifikation. Vom Spiel sieht das jetzt auch noch gedacht. Okay, hier ist auch so ein kleiner Bug drin mit dem DRS. Das kommt nämlich ja so spät. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf den Kommentar gehe ich erst in zwei Runden ein, weil ich so einen Williams hinter mir habe. Dann habe ich da noch irgendeinen Mercedes auch noch dahinter. Danach ein Toro Rosso. Ja, wunderbar. Wie ich so sowas liebe, wenn ich sie im Nacken habe. Da die ja eh auf der Garantie. Also lassen sie mit dir mal auf kurz vorbei. Das mache ich auch in der Regel selten. Da kommt der Toro Rosso, kann auch noch vorbei. Dann haben wir eine etwas größere Lücke. Könnte nämlich so ein bisschen meinen Stiefel fahren. So, na gut, eine wirkliche Lücke ist das auch nicht. Aber hey, was soll ich machen? Irgendwann muss ich mal hier Gas geben. So, jetzt. Ja, hier. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Gut, das hätte ich eh irgendwann gefragt, aber ich gucke in den Himmel und das reicht mir schon. Ja, hier den Berg hoch. Letzter Sektor. Ich denke mal, dass wir da richtig Zeit verlieren werden. Der ist nämlich sehr auf Motor ausgelegt. Während wir in dem ersten, aber im zweiten Sektor richtig Zeit gewinnen können. Gerade im zweiten, das ist dieses. Ja, ich sage immer gerne Infield, weil 16-7, da werden wir glaube ich nicht hinkommen. Doch, da kommen wir auch hin. Okay. Die Reifen werden langsam etwas zu heiß. Lass es in den Kurven etwas langsamer angehen. Dieser Körperausgang, der hat mir mein Force India Rennen damals hier versaut. Beziehungsweise hat mir die zweite Saison hier versaut. Okay. Weil da war ich war hier auch, also mit dem Force India war ich in den ersten 5 Runden weit vorne. Von daher habe ich die Erwartung auch natürlich mit dem Red Bull hier. Gerade dieser Mitte-Teil, der sollte dem Red Bull noch mehr entgegenkommen. Komm ich sogar ganz kurz in den 6. Das schaffst du mit dem Force India nicht, die Kurve. Ja, das mag der Red Bull deutlich mehr. Als der Force India. Der Force India steht ja immer quer. So, Hamilton mit der ersten Zeit. 1:12.7, aber wir sind noch nicht im Qualifying. Gehen wir mal auf den Kommentar ein. Ich habe euch, wie gesagt, mal... Ich habe euch mal vorgeschlagen, schreibt mal in die Kommentare, was ihr verändern würdet. 13:2. Bring dich auf P2. P2 mit der letzten Runde. Vor Sebastian. Ja, und dann hat sich ein User nur dazu entschlossen, das war Beischauen. Deswegen, sage ich einfach mal, ja, er gibt sich die Mühe und schreibt mal einen Kommentar. Das heißt, auf den Kommentar will ich auch hier eingehen. Aber wenn ihr auch noch irgendwelche Vorschläge habt oder auch eine andere Meinung gleich habt als er oder ich, dann schreibt das ruhig in die nächsten Kommentare. Werden nicht ihr im gesamten Training darauf eingehen. Wir werden das wahrscheinlich nur stückchenweise abarbeiten können. 10 Kilo Benzin übrig. 10 Kilogramm Benzin. Und zwar das erste, was er gesagt hat, der ist weg, dafür wieder Kehrs her. Ja. Da bin ich auch für, muss ich auch mal fairerweise sagen. Ich bin ein Verfechter von diesem beschissenen System, das sich Track Reduction System nennt, der kurz DRS. Das ist für mich ein System, was in Tourenwagen man gerne einsetzen kann, ja. Aber nicht in der Formel 1, wo wir von der Königsklasse reden. Kers fand ich wiederum immer interessant, weil das für beide Fahrzeuge geht. Das heißt, man konnte sich das so ein bisschen besser einteilen oder man musste sich anders einteilen halt für Angriffe. Oder halt für die Rundenzeitoptimierung. Das war ja immer das größte Gesprächsthema. Und das fand ich halt nicht so schlimm als Zuschauer, weil das, wie gesagt, beide hatten. Die gleiche PS hatten auch beide gleich. Von daher, das war eine Regel, mit der man sich anfreunden konnte. Aber mit dem DS konnte ich mich auch nie anfreunden. Das beste Beispiel ist immer ein Williams oder ein Force India braucht kein DRS gegen einen McLaren. Ja, da muss man sich dann auch nicht wundern, wenn dann so Funksprüche kommen wie GP2-Motor. Ja, von einem gewissen Alonso, womit er dann auch teilweise recht hat. Jeder bekommt, der zweite, was er gesagt hat, jeder bekommt gleiches Geld. Und das habe ich, glaube ich, schon mal angesprochen.
Sprich, er meint dadurch, wenn die Paydriver minimiert, selbst wenn du jedem Team gleich viel Geld geben würdest, in der Theorie, würde es immer noch Paydriver geben. Aus einem ganz einfachen Grund, weil für einige das Geld war immer noch nicht reich, was sie von Bernie kriegen werden. Das ist das gleiche jetzt, wenn man zum Beispiel privat arbeiten geht. Du kriegst, ja, gehen wir mal vom Mindestlohn aus, du kriegst, das sind 8,50 Euro die Stunde. Und du kriegst auf einmal eine Lohnerhöhung von 2 Euro pro Stunde. Dann bist du auf einmal von 8,50 Euro, sagen wir mal, runden wir mal auf 11. Ja? So, das macht sich dann schon bemerkbar. Dann hast du 200 Euro netto vielleicht mehr. Grob gerechnet, vielleicht, so. Das sind dann 200 Euro, die du mehr hast, und die gibst du dann in der Regel auch aus. Und so ist es auch in der Formel 1. Habe ich mehr zur Verfügung, gebe ich dementsprechend auch mehr aus. Das heißt, selbst die kleinen Teams würden das Geld, was sie mehr bekommen würden, in Entwicklungskosten und so weiter, einfließen lassen. Da bin ich mir sogar relativ sicher. Und dann hast du wieder diese Teufelsspirale, dass die kleinen Teams immer noch rummeckern würden. Gut, die großen Teams meckern jetzt nicht so groß rum. Bei denen ist es relativ egal, weil sie halt durch den Autoverkauf, privat natürlich auch, und Sponsoren und noch was anderes, die kriegen ihr Geld, die holen so ihr Geld wieder rein. Aber bei den kleinen Teams wie Force India Sauber, diese privaten Teams, was jetzt keine Hersteller sind, die sind über jeden Cent froh, die würden aber auch jeden Cent wieder mehr ausgeben. Von daher, und Paydriver, die gab es schon immer, die wird man nie ganz aus der Formel 1 verschwinden können. Gut, Maldonado hat es jetzt erwischt wegen dieser Öl-Finanzkrise. Der könnte vielleicht noch bei Mano unterkommen, aber selbst das bezweifle ich. Ich glaube, der hat nicht mehr diese Mitgift, die er mal hatte. Deswegen ist er von Renault geflogen. Ich denke mal, dass sein Vertrag auch mit Klauseln behaftet war, dass Renault sagen konnte, okay, du fliegst, wenn du nicht zahlst. Und das ist wahrscheinlich so der Fall. Juristisch ist es dann ganz einfach so gewesen, Maldonado hat seine Pflicht im Vertrag nicht erfüllen können. Wahrscheinlich war sogar eine Frist, bis wann das Geld bei Renault dabei da sein musste, und das hat er nicht eingehalten. Und dann, ja, du hast dann quasi deinen Vertrag nicht erfüllt, damit kündigen wir dich fristgerecht. Damit ist dann das Thema für Maldonado vom Tisch, damit kein Gericht sagen, hey, du hast noch eine Chance. Das ist eindeutig. Das nächste Problem bei ist, wenn du ihnen das gleiche Geld gibst. Die Konstrukteurswertung wäre absolut hirnrissig und schwachsinnig. Es wär kein Wettkampf mehr. Weil die Teams kämpfen nur gegeneinander wegen dem Geld auch. Gerade die kleinen Teams. Die kleinen Teams versprechen sich vielleicht noch einen Gewinn davon. Ja, gerade wenn sie mal weiter oben sind. Sponsoren ist das wichtige Thema eigentlich. Die werfen mal mit Sponsoren. Und das ist dann auch noch ein großes Thema. Die großen Teams werden immer leichter Sponsoren kriegen als die kleineren Teams. Deswegen wird ja auch nicht jeder das gleiche Geld. Also diese Gerechtigkeit in Sachen Geld wird es nie geben. Auch wenn du jetzt die Gelder da aufteilen würdest, diese Fernseheinnahmen, die Bernie Ecclestone bekommen würde, das schaffst du nie und wirst du auch nie. Weil die kleinen Teams werden immer benachteiligt werden. So, was mich jetzt so ein bisschen wundert, ich kriege hier keine schnellere Runde als der Hamilton hin, weil mir hier einfach der Topspeed fehlt. Und wenn man wirklich auf Paydriver aus sind, dann muss man das ein bisschen anders regeln. Dann, zum Beispiel wie Marussia und Haas das so ein bisschen regeln. Haas ist auch nicht so wirklich auf Geld angewiesen. Ich kenne das Team jetzt nicht aus den USA, das ist so ein kleines Problem. Ich weiß nicht, wie sie da finanziell stehen. Aber Marussia zum Beispiel, das ist quasi ein Juniorenprogramm geworden, auch von Mercedes. Ja, so muss es sein. Genauso wie Toro Rosso. Deswegen hat Toro Rosso auch nicht so wirklich sehr diese finanziellen Probleme. Deswegen hört man zum Beispiel die nicht. Weil es ein Juniorenprogramm ist, ist zwar ein kleineres Team, ein deutlich kleineres Team als Red Bull, aber die klagen halt nicht so sehr, wie das halt zum Beispiel Lotus, Force India oder so der Fall ist. Warum bauen meine Reifen eigentlich schon so schnell ab? Na gut, ja gut, wegen den Verbremsern, das macht sich dann doch bemerkbar. Und ihr seht schon, wir haben jetzt 2 Punkte abgegeben und der hat 14 Punkte aufgeschrieben. Also wir werden im Qualifying dann mal weiter philosophieren. Aber ich werde jetzt vielleicht noch 2 Runden fahren, weil ich bin eigentlich schon wieder hier drin. Im Rhythmus.
Aber das ist mal eine wichtige Information. Paid Driver, wie gesagt, wirst du nie rauskriegen. Joey Holt hat ja mal mehr ausgegeben. Das war auch mal, glaube ich, 2006 oder 2005. Die haben mal richtig ausgegeben. Mehr als, so zum Beispiel jetzt Red Bull. Oder auch, Mercedes jetzt aktuell macht. Das ist ein Punkt, das kriegt man eigentlich. Kostenfaktor kriegst du eigentlich nur durch eine, Obergrenze. Nur noch 5 Kilo Benzin. Kriegst du eigentlich so nur noch gebacken. Durch eine Obergrenze. Das Problem ist, keiner der Hersteller wird jemals ihre Buchführung offenlegen. Und zwar bei der FIA. Die würden bescheißen bis zum geht nicht mehr. Und dann hätten wir das nächste Skandal, der vorprogrammiert ist. Sehr niedrig. Dein Tank ist fast leer. Komm innerhalb von 2 Runden an die Box. Ja. Der nächste Punkt wäre Ecclestone, kann alles selbst entscheiden. Man braucht keine Meinung der Teams. Da einigt man sich nie. Kennst du Hitler? Ja, das ist mal eine andere Frage. Kennst du Hitler? Weißt du, wie das ausgegangen ist? Ja, und so ungefähr könnte man das sich auch in der Formel 1 vorstellen. Die Teams, ich sag mal so, die Teams gingen ja einen Vertrag mit Bernie Ecclestone an. Da sind natürlich irgendwelche Vertragsklauseln drin, die wir alle nicht kennen. Und wenn aber Bernie so viel Freiheiten liegen lässt in diesen Vertragsklauseln, damit man sie quasi ködert, kommt, ich gebe euch so viel Freiheiten in der Formel 1, ihr könnt mitgestalten, dann machen sie das mit. Man muss sich halt einigen. Und diese Spagat ist das Schwierige. Ja. Dieser Spagat zwischen von Ecclestone und den Teams, der ist so klein. Die Teams sind... Ecclestone möchte die Formel 1 vermarkten und die Teams möchten aber mit wenig Kosten, aber mit mehr Vereinungseinheit die Formel 1 so gestalten, dass sie erfolgreich sind. Da merkt man schon, es ist ein Interessenskonflikt. Und da den Spagat zu finden, ist sehr, sehr klein. Also wenn Ecclestone wirklich alles entscheiden könnte und sagt, jetzt sind Teams, oh, ihr habt gar keine Meinung mehr, eure Meinung, die interessiert mich nicht mehr, dann drohen die mit Ausstieg. Bestes Beispiel ist Red Bull. Wir haben keinen Motor, aber keinen Lieferant gefunden. Und ja, dann ist das Chaos, auch vorprogrammiert. Der letzte Sektor ist mein Knackpunkt. Und ein bisschen der erste. Sollte aber trotzdem kein Problem sein hier. Und dann gehen die Großen, dann gehen die Hersteller, dann geht Mercedes, Ferrari und Red Bull. Und wenn die gehen, kannst du die Formel 1 gleich mit dicht machen. Ja. Also da muss man dann doch schon aufpassen. Ich glaube, das ist eine 3-Strip-Strategie, oder? 1734. 3-Stop, ja. Und da musst du extrem aufpassen mit so einer Aussage. Das wünscht sich immer der Fan, aber in der Realität sieht es dann doch ein bisschen anders aus. Und ich glaube, den Punkt werden wir dann nochmal ansprechen im Qualifying. Training bewiesen, dass morgen beim Qualifying definitiv mit ihm zu rechnen ist. Er erreichte die schnellste Zeit des Tages. Also der 1:12:2, das ist ein bisschen langsam, das ist eine 8/10. Okay, abwarten, wie sich das dann im Qualifying entwickelt. Diesen Kommentar geben wir im Qualifying gerne wieder ein. Habt ihr eine andere Meinung zu diesen drei Punkten, die wir leicht angeschnitten haben? Und schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gibt es den folgenden Daumen nach oben. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Formel 1 2015.